ihnen eingebläut. Ihr müsst euch von der Trägheit des Körpers befreien und von der Angst vor dem Schmerz. So könnt ihr euer eigener Herr sein, so tauschen sie das Joch der Armut gegen ein wohl besseres Schicksal. Sie dienen nun den Stangen aus Stahl. Seit Sommer 2014 begleiten uns bei all unseren Touren drei lauffreudige Hütehunde, nämlich die Australian Shepherd-Hündin Fly und ihre beiden Töchter Spaghetti und Lucy. Der Vater der beiden Junghunde ist ein agiler und äußerst dynamischer Harzer Fuchs. Und los! Hütehunde vom Schlage unserer Aussie-Mix-Typen besonders gerne rennen und laufen, haben wir selbst Mühe, dabei hinterherzukommen. Und so kommen wir endlich auf die coole Idee, uns dafür Roller zu besorgen, denn es gibt in der Tat spezielle Dock-Scooter. Zunächst einmal kaufen wir ein billiges Modell aus Tschechien zum Testen, ob es uns und unseren Hunden auch tatsächlich Spaß macht. Kalter Stahl bringt uns zum Beben. Können wir ohne sie noch leben? Nein, wir drehen uns um Stangen aus Stahl. Sie sind unser Halt und unsere Qual. Es ist kein Zeitvertreib, es ist Notwendigkeit, es mutet an wie Sport, doch es ist unser täglich Brot. Zunächst sieht die Sache aus wie ein Flop. Unsere schon 2,5-jährige Mutterhündin Fly hat keinerlei Lust, vorne wegzulaufen. Und sie ist es gewohnt, wie beim Radeln, neben dem Roller zu laufen. Doch als wir der lustlosen Fly ihre beiden Kinder Lucy und Spaghetti dazu spannen, dann geht gleich die Post ab. Es dauert nur noch einen Moment, bis wir rausbekommen, wie sich unser provisorisches Geschirr am besten bedienen lässt. Wie bei all unseren Natursportarten, Aktionen und Projekten gehen wir auch heute hier beim Anfang in das Dockscootern nach unserem üblichen Prinzip.
Learning by Doing vor. Wir halten sie, sie halten uns. Stangen sind uns Dreh- und Angelpunkt. Sie empfinden uns um sie drehen und winden. Mit unserem Körper sind sie im Verbund. Ja. Beim Prinzip Learning by Doing dauert es halt einen Moment, bis Hund und Mensch kapiert haben, wo es lang geht. Willkommen zu dieser Expedition, die bereits vor sehr langer Zeit in einer anderen Welt begann. Einige Zellen lösten sich vom Kollektiv, um im Untergrund eine individuelle Existenz aufzubauen. Sie wollten einen eigenen Körper. Und einen freien Willen. Knieschützer, Ellbogenschützer, helf! Weiter geht's, weiter! Lauf! Das Kollektiv gab sie nur ungern auf. Doch sie sollten ihre eigenen Erfahrungen mit den Problemen der Individualität machen. Weiter geht's, weiter, lauf, so Fly, lauf, du bist dafür und... Fly, hier! Den Funken des Lebens. Hier rüber, lauf! Sie standen bleib. Lauf! Einer nach dem anderen. Komm hier, komm! Mit einem freien Willen. Komm her. Und einem eigenen Körper. Eigenen Wünschen. Eigenen Zielen. Eigenen Ansichten. Und eigenen Fähigkeiten. Sie begann sich zu bewegen. Sich fortzuentwickeln. Sie lebten nebeneinander, aber nicht miteinander. Die Welt, wie wir sie heute kennen, war geboren. Mit all ihren Verwicklungen und scheinbaren Widersprüchen. Gut, sitz. So ist es. Sitz.
Sitz! Ich komme. Hepp. Ja, gleich geht's weiter. Gleich dürft ihr laufen. Ganz frei und ohne angebunden zu sein. Da geht die Post ab. Bleib schön, wo du bist. Sitz. Geh zu mir. Sitz. Da ich massiv und zunehmend gehbehindert bin, wollte ich mir noch vor ein paar Tagen einen Elektroscooter kaufen, um mit unseren Hunden mithalten zu können. Doch die Idee mit den Dog-Scootern finde ich wesentlich geiler. Wenn unsere Junghunde Luzi und Spaghetti ausgewachsen und voll einsatzfähig sind, werden sie mich schon über Stock und Stein mitziehen. Und eventuell werden wir unser Dreierrudel ganz einfach aufstocken. Ha, der Gedanke gefällt mir. Hier! Luzi, Spaghetti, komm her! Hier, zu mir! Sitz! Die Kuppel! Sitz!